Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Togetherness Star Wars The Old Republic. Wir haben ja gerade bei dem kleinen Schweinchen Danke fürs abgegeben. Vervollständigen. Bitte Ja. schön. Und wir gehen jetzt mal wieder hier hin und dann da oben muss ich auch rein. Also gehe ich erstmal zur Senatsanhörung, kommst du mit? Genau, ich komme mit. Oh, und mein Typ will auch irgendwann mal mit mir sprechen. Eric Jorgen möchte unter vier Augen mit dir reden. Das geht natürlich nur. Ich kann ja mal anklicken. Das geht natürlich nur in Ich muss mit einem. euch reden. Also meistens in der Kantine oder sowas. Oder halt auf dem Schiff, da geht das auch. Manchmal will er auch Warum nur auf dem. eigentlich? Warum will er Manchmal. nur mit unter vier Augen mit dir reden? Warum? Du kannst da schon dabei sein, aber er will halt in der Kantine mit mir reden. Und wieso? Was hat das für einen Grund? Weil, ja, wie gesagt, dadurch, weil er entsprechend genug Zuneigung zu mir bekommen hat, dass er quasi mit mir reden will. Und je weiter die Zuneigung steigt sozusagen, irgendwann kannst du sogar kriegst du quasi eine Zusatzquest von dem. Oder mehr, weiß ich nicht. Cool gemacht. Schöne Sache. Ist übrigens so ähnlich wie zum Beispiel, ihr seht ja auch, dass ihr Sprachinterface ist so ähnlich wie in Mass Effect. Was ich im Übrigen, um mal gleich Werbung zu machen, demnächst auch als Let's Play starten werde. Gleich alle drei. Mass Effect 1, 2, 3. So, wo geht's Und jetzt vier. weiter? Jetzt geht's wieder runter. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal gucken. Ach, da hinten. Alles klar, hier lang. Hier lang. Vier gibt's leider noch nicht. Wenn sie denn kommt, dann hole ich mir die auch. Meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die es gibt. So. Was muss man da machen? Ich Ja, weiß es nicht. die Welt retten, wie hier eben auch. Okay, Guck dir Shooter. mein Let's Play an. Es ist so ein, also Mass Effect 1 ist ein Rollenspiel mit Shooter-Elementen und ab Mass Effect 2 ist es dann eher ein Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Okay. So, zup. Da geht's schon los. Ja, Macht sprechen wir es mit euch dem danach. bequem, Lieutenant. Im Namen des Senats der Nee, bei mir? Galaktischen Republik Bei dir auch möchte ich noch? euch danken, Nee, dass ihr so ich quatsch schon. kurzfristig zu dieser formlosen Anhörung erschienen seid. So, es ist mir Ich eine stehe Ehre, zu hier zu eurer sein. Verfügung, Senatoren. Ich versichere euch, wir werden euch nicht länger von euren Pflichten abhalten als nötig, Lieutenant. Anlass dieser Anhörung ist die Desertion mehrerer Mitglieder des Trupps 326 der Sondereinheiten der Republikanischen Armee. Genannt Codename Chaos-Trupp. Chaos-Trupp, die zum Sith-Imperium übergelaufen sind. Die Schweine. Ihr habt vor kurzem auf Ort Mantell im Chaos-Trupp gedient, Lieutenant. Ist das richtig? So ist es, Senator. Während ihr auf Ort Mantell gedient habt, sind sämtliche Mitglieder des Chaos-Trupps, euch ausgenommen, zum Sith-Imperium übergelaufen. Ist das richtig? So, jetzt habe ich hier mehrere Optionen. Ich kann, ja, wie gesagt, wenn ich die Befehle befolge, sollte ich sagen, ich sag Wenn mal, was ihr auf sollte er damit etwas sagen? hinaus wollt, dann sagt es einfach. Lieutenant, ihr seid Soldat der Republik und habt einen Eid geleistet, den Befehlen des Senats Folge zu leisten. Bitte. Ja. Es geht uns nur um die Wahrheit. Wenn wichtige Mitglieder der republikanischen Streitkräfte desertiert sind, müssen wir die nötigen Maßnahmen ergreifen. Also, habt ihr bei Commander Tavus oder anderen Mitgliedern des Chaos-Trupps etwas bemerkt wie Labilität, Wut, Frustration? Ich bin mir Ich nicht kenne sicher. die Leute, von denen ihr sprecht, leider nicht so gut, Sir. Lieutenant, ihr belügt den Senat der Galaktischen Republik. Gar Bitte, nicht. niemand will, dass daraus eine ausgewachsene Ermittlung wird. Wenn ihr ehrlich antwortet, können wir das vermeiden. Na, mach ich doch. Lieutenant, ich stelle euch jetzt eine hypothetische Frage. Glaubt ihr, dass jemand, der auf Ort Mantell diente, mit dieser Entwicklung hätte rechnen müssen? Ich denke nicht, dass es abzusehen war, Sir. Da müssen Commander Tavus und die anderen ja sehr raffiniert gewesen sein. Eine letzte Frage, Lieutenant. Inwiefern hängen die Ereignisse auf Ando Prime mit der Entscheidung des Chaos-Trupps zusammen zum Sith im... Senator, darf ich euch daran erinnern, dass die Umstände auf Ando Prime der Geheimhaltung unterliegen? Außerdem fanden sie statt, bevor der Lieutenant mit dem Chaos-Trupp involviert wurde. Ihr dürft diese Frage ignorieren, Lieutenant. Wie ihr wünscht, Senatorin. Eure Anwesenheit bei dieser Anhörung ist nicht mehr erforderlich. Kehrt zu euren Pflichten zurück. Gehabt euch wohl, Lieutenant.
Ja, ihr habt schon gemerkt, ich habe natürlich einige Antworten gehabt. Ich hätte dem alles denen alles erzählen können oder eben nicht. Ich habe immer versucht, ein bisschen ausweichend zu handeln, aber halt nicht gleich alle vor den Kopf zu stoßen. Hat nicht immer funktioniert, aber so waren halt meine Befehle und ich bin halt Soldat, ich befolge Befehle. So. Von wem waren die Befehle? Ja, Oder wer? von meiner Vorgesetzten, die wir dann wahrscheinlich eh gleich treffen werden. Die alte Dame, die nette alte Dame. Die wird mir jetzt wahrscheinlich eh den Kopf waschen, weil ich eben doch nicht ganz nach ihren Befehlen geantwortet habe, sondern weil ich eben nicht gelogen habe. So wollte es ja. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden Also sehen. jetzt. Oh, da, guck mal, da vorne in der Nerdsache, da muss ich hin. Sprich mit General Garza. Dahin, also wieder zurück. Zurück. Oder so. Dorthin? Ah, dort oben. Ich sehe Ja, das schon. Okay. du siehst das Weil schon. Gut. wir haben links unten haben wir einen, beziehungsweise links unten, Quatsch, Blödsinn. Jetzt, wenn man doch vom Charakter ausgeht, links, da hätten wir ja auch noch was. Also jetzt Genau. halt auf der Karte Ja, rechts. da gehen wir Oben dann hin. bitte. Da gehen wir dann hin. Das nehmen wir dann als nächstes noch mit ab. Oder geben es ab. Das müsste das mit der Winkel halbieren mit dem Ding sein. Na, geh mal durch. Geht nicht. Du bist lustig. Ja. So, da ist er. Klappe. Chef, bin da! Moin, Chef. Gut, dass ihr hier Nee, seid. mein Chef ist es gar nicht. Wir müssen einiges besprechen. Zuerst möchte ich euch zu eurer Arbeit bei der Operation Schwarze Sonne danken. Sehr gut, wie ihr das Nervengas unschädlich gemacht habt. Jo. Dieser Blaster-Prototyp, den ihr konfisziert habt, wird uns eine ganze Menge über die Quellen der Schwarzen Sonne verraten. Freut mich, dass ich helfen konnte. Was die Senatoren angeht, sie waren nicht sehr glücklich mit eurer Aussage. Es fielen Worte wie nutzlos und aufsässig. Ich habe nur getan, was ihr von mir verlangt habt. Ich glaube nicht, dass ich so etwas von euch verlangt habe, Lieutenant. Siehste? Und ich bin sicher, dass auch ihr euch nicht daran erinnern könnt. Es gibt aber noch wichtigere Dinge. Meine Agenten haben eine wichtige Verbindung zum Chaos-Trupp hier auf Coruscant entdeckt. Jack Cardan, der Gründer des Chaos-Trupps und Commander Tavus' ehemaliger Mentor, wurde auf den unteren Ebenen der Stadt gesehen. Er ist Offizier einer ansässigen Bürgerwehr. Hat Cardan mit dem Überlaufen zu tun, General? Nach einem Debakel auf Ando Prime quittierte Cardan seinen Dienst und verschwand. Wenn er jetzt wieder auftaucht, kann das kein Zufall sein. Tavus sagte mir, dass der Chaos-Trupp wegen Ando Prime übergelaufen ist. Was ist dort passiert? Wir schickten den Chaos-Trupp nach Ando Prime, damit er einen Angriff des Imperiums abwenden sollte. Es waren dort jedoch viel mehr Gegner, als man uns gesagt hatte. Als wir versuchten, ein Evakuierungsteam einzusetzen, brach der Senat die ganze Operation ab. Angeblich hatten wir einen Vorfall verursacht und den Frieden gestört. Tch, Bürokraten. Der Chaos-Trupp blieb ohne Unterstützung auf Ando Prime. Doch Cardan schaffte das schier Unmögliche und führte den Trupp lebendig wieder heraus. Der Senat hat den Chaos-Trupp tatsächlich verraten. Der Trupp war in einer schrecklichen Lage, Lieutenant. Doch das entschuldigt nichts. Cardan quittierte sofort seinen Dienst, als er die Wahrheit erfuhr, und Tavus übernahm den Trupp. Das änderte ihn grundlegend. Doch im Augenblick zählt, dass wir Jack Cardan geortet haben. Ich will, dass ihr ihn um jeden Preis herschafft. Ich kümmere mich darum. Die Bürgerwehr, für die Cardan arbeitet, nennt sich Justikar-Brigade. Sie beherrscht einen großen Teil der unteren Ebenen von Coruscant und macht keinen Hehl daraus, dass sie allen Fremden gegenüber feindselig gestimmt ist. Warum lassen wir diese feindlichen Truppen hier auf Coruscant gewähren? Die meisten Gebiete sind sicher. Diese Sektoren sind die letzten Ecken der Gesetzlosigkeit. Nachwirkungen des imperialen Angriffs. Unsere Überwachungssysteme zeigen, dass sich Cardan meistens in der Zentrale der Justikare aufhält. Ihr solltet versuchen, ihn dort zu fassen. Cardan ist eine wichtige Verbindung zu Tavus und den anderen Verrätern vom Chaos-Trupp, Lieutenant. Bringt ihn mir, koste es, was es wolle. Cardan wird schon bald hier sein, General. Ich zähle auf euch, Lieutenant. Wegtreten. Jawohl. So, gestanden, gut. Alter. Genau. Helle Seite, Punkte 50. Ich hab doch gesagt, die will mir den Kopf waschen, dafür, dass ich ihre Befehle besorgt hab. Besorgt? Befolgt hab. Was ist ihr sozusagen besorgt? Aha. Nein, ich hab, ich Okay. hab, sie wollte, dass ich es ihr besorge, du Affe, du, ich besorg's dir gleich mit der Faust im Gesicht.
Nein. Und das nennt sich Jedi. Immer nur schweinische Gedanken. Obwohl die Jedis eigentlich eher abstinent leben. Ne? Du? Du bleibst richtig. Ewig Jungfrau. Wie im Raum leben. Ja. Was? Du hast schon genau gesagt. Zu spät. So, gut. Sprechen wir noch mit dem Abgesandten des Kree Imperiums. Warte, bist du dabei? Jetzt bist du dabei. So. Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Eine Gruppe von Kindern hat das Wasser der kaputten Wasserversorgung benutzt, um damit zu handeln. Eine fehlerhafte Wasserversorgung ist nicht für unreife Lebenszyklen geeignet. Die Reparatur diente ihrer Sicherheit. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallele. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Ihr Typen mögt es, wenn alles parallel ist, nicht wahr? Ihr Verständnis der Sprache der Gree macht erfreuliche Fortschritte. Sie gewinnen ein genaues Verständnis. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Wunderbar. Also kriege ich einmal eine Planetenauszeichnung, dann kann ich noch entweder eine zusätzlich nehmen oder einen Brustschutz des Kommandosoldaten, der mir aber, wie ich sehe, gar nichts bringt, weil meine derzeitigen Sachen deutlich besser sind. Also nehme ich noch die zusätzliche Auszeichnung. Bei mir ist es genau das gleiche. Zack. Wir sind halt gut in im Flashpoint gewesen und haben halt wahrscheinlich da eine vernünftige Ausrüstung gekriegt. Oder in den richtig. Flashpoints. So, guck mal, hier haben wir gleich die nächste Quest, nehmen wir gleich mal an. Kann ich etwas tun? Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Das bist du also, eine Betriebseinheit. Das interessiert Sie? Seltsam. Fremde Spezies zeichnen sich für gewöhnlich durch perfekte Egozentrik aus. Gree-Einheiten gehören einer von vier Kasten an. Arbeiter, Betreiber, Forscher und Verwalter. Ich bin Betreiber. Ich stelle den fehlerfreien Betrieb der Gree-Erfindungen sicher. Pataka ist eine Verwaltungseinheit. Seine Talente dienen nur dem Kommunizieren, Kommandieren, Führen und Streiten. Ich könnte seine Funktion übernehmen. Aber kann er meine übernehmen? Nein. Woher willst du wissen, dass du Patakas Aufgaben übernehmen kannst? Ich besitze die Fähigkeiten zum Kommunizieren, Kommandieren, Führen und Streiten. Die Betreiberkaste wurde mir aufgezwungen. Ich war nicht darauf programmiert. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren, um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sich Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Was ist ein Agnor? Die republikanische Spezies-Datenbank beschreibt Agnors als Zweifußschweine. Relevante Schlagwörter sind klein, Stoßzähne und unfreundlich. Die Agnor-Zweifußschweine, die die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Das kann ich wohl gerade noch tun. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Hättest ja gar nichts sagen brauchen. Übrigens, diese zwei Fußschweine haben wir tatsächlich schon eins getroffen. Dieser eine Botschafter hier.
Ach so, dachte ich mir schon fast. Okay, wir haben hier glaube ich alles, also gehen wir mal. Was ist das denn hier? Ah, hier, also, das ist so ein. Hier kannst du deine. Das ist so ein Spezialding. Hier kannst du da quasi deine Skills neu kaufen. Ja, manche Premium-Spieler beziehungsweise haben sich das quasi über die. Über das Vermächtnis oder halt so gekauft. Und so kannst du quasi dort, wenn du Skills kaufen kannst, brauchst du nicht erst zum Skillhändler gehen, sondern könntest das darüber machen. Habe ich schon gekauft jetzt. Das verschwindet natürlich nach einer Weile. Aber wenn du es schon gekauft hast, umso besser. Brauchen wir irgendwo hin. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Oder was meinst du? Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder uns besser gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.